Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder den Great Vault aufmachen. Und zwar war ich letzte Woche wieder halbwegs fleißig, habe meine 4 Keys gelaufen. Und mittlerweile sieht es schon relativ gut aus mit dem Score. Ich habe ja das Ziel quasi auf die 3K zu kommen für die Heldentat. Und danach ist für mich erstmal im Plus soweit, zumindest für die Season, gestorben. Wir sind relativ nah dran. Ich bin jetzt bei 2999, also einen Punkt brauche ich noch. Letzte Woche habe ich, glaube ich, 220er Endtime gelaufen. Ich hatte ja selber den 21er hier für Theater der Schmerzen. Leider sind wir 11 Sekunden drüber. Ich hatte blöderweise einen Heiler dabei, der ständig gerippt ist. Allein zweimal beim Endboss. Wenn der Endtime gewesen wäre, hätte ich es. Aber gut, jetzt muss ich die Woche dann nochmal wahrscheinlich 1-2 Indies machen, um die letzten Punkt zu kriegen. Und ja, zumindest sind wir relativ nah dran. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal in den Vault rein. Wir sind auf Wächter gestellt. Gut. Und ich hoffe, ich kriege vielleicht jetzt mal meine Schuhe. Vielleicht mit Versa. Und wenn nicht, ich habe auf der Bank nochmal welche rausgetaucht. Irgendwo ganz am Anfang. Oh boy, was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe eine Brust gekriegt, aber die habe ich ja im Endeffekt schon. Und ich habe einen Gürtel bekommen mit Versa Mastery. Ich habe Versa Tempo. Naja, der ist eigentlich nicht wirklich besser. Wisst ihr was? Die beiden Sachen sind echt kacke. Ich würde sagen, ich nehme die Marken. Hilft ja leider nichts. Hilft ja leider nichts. Wir kriegen dann nochmal einen 20er Key. Mal gucken, was wir bekommen. Ich hoffe, einen, den ich brauchen kann. So. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir für einen Schlüssel bekommen? Die andere Seite. Ich glaube, den kann ich sogar brauchen von den Punkten her. Mal gucken, dann werde ich wahrscheinlich jetzt die Tage laufen. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, wie viele Marken wir haben. Ah, wir könnten uns wieder einen Sockel holen. Jetzt ist die Entscheidung, wo basteln wir den drauf? Ja, komm, wir basteln auf dem Ring drauf. Ich denke mal, das wäre gar nicht so verkehrt. Hier, Kollege, gib mir einen Sockelslot. Da haben wir das Ding. Gibt ja noch einen Haufen andere Sachen jetzt mittlerweile. Aber gut, nee, wir nehmen den Sockel. Haben wir noch ein bisschen mehr Versa einmal hier auf dem Ring drauf. Und dann hat es sich zumindest ein bisschen rentiert, ne, für 16 Verse oder was man kriegt auf den Sockel. Naja, besser als nichts, sagen wir es mal so. Also Edelstein, Vielseitigkeit und dann nehmen, die sind richtig teuer, also in Anführungszeichen teuer, ne, 26 Gold. Die waren mal irgendwie so bei 2-3 Gold immer. Steigen auch die Preise, ich sag's euch, Inflation geht ab hier. So, also, das einmal reingesockelt. Und ja, ich habe mal meine Bank nochmal ein bisschen durchgegraben. Ich habe ja ewig das Problem, dass ich schlichtweg keine Schuhe kriege. Ich habe jetzt gesehen gehabt, dass ich hier Schuhe hatte von ganz am Anfang, quasi der, nicht der Expansion, sondern vom Patch. Und die hatten halt kein Versa drauf, deswegen habe ich die auf die Bank gepackt. Ich bin jetzt aber mittlerweile am überlegen, ob ich die einfach upgrade, dass ich halt endlich mal meine gecrafteten 262er Schuhe wegkriege. Dann habe ich zwar ein bisschen weniger Versa, aber halt allgemein ein paar mehr Stats, beziehungsweise auch ein bisschen mehr Item-Level, wenn die Schuhe einfach nicht droppen wollen. Aber gut, da werden wir jetzt gucken. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal über den Katalysator mal schauen, auf was man die umwandeln kann. Und dann gucken wir mal. Gut, fürs kleine Opening war es das. Der Loot war jetzt nicht berauschend. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn ich hoffentlich dann meine 3K-Score habe. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.